Hi, ich grüße euch im wunderschönen, sehr kalten Königsbronn. Ich bin mega aufgeregt, denn mein Bulli hat eine krasse Veränderung in den letzten Tagen durchgelebt. Und jetzt hole ich ihn ab, meinen treuen Begleiter. Mein Bulli hat eins aufs Dach bekommen. Ich bin mega gespannt. Wir gehen mal rein. So, ich glaube, ihr wisst jetzt schon ungefähr, was ich meine mit eins aufs Dach bekommen. Ich setze mal kurz die Maske schnell ab. Ich wollte bei meinen nächsten Angeltouren definitiv flexibler sein, längere Strecken ohne Probleme fahren zu können. Und da habe ich mit der Firma SCA Dachzelte einen mega Partner gefunden. Ja, das Gleiche, was dem Benz hier passiert ist, ist auch meinem Bulli passiert. Wir haben das Dach runtergeschnitten und ein ganz tolles, flexibles, ich hoffe gemütliches, aber das werden wir nachher am Wasser gleich testen, Schlafdach eingebaut. Hier vorne kommt die Nele, mit der gehe ich jetzt mal in mein Auto, mit der hatte ich ganz viel Kontakt, das war meine Beraterin hier und die zeigt mir jetzt mal, was passiert ist, was sich geändert hat. Hi! So, dann guck mir mal dein Dach an, ne? Zeige ich dir alles. Also wir öffnen hier diesen SCA-Klickblock. Im ersten Step und dann im zweiten machen wir diesen roten Hebel nach oben und den nach unten. Und das war's schon. Jetzt können wir es einfach nach oben öffnen. Was sagt er jetzt? Ich bin begeistert. Ist der Hammer, oder? Da kann ich in Zukunft ganz bequem vom Bett aus die Angelruten bewachen. Wahnsinn. Das ist doch toll, Jungs und Mädels, oder? Das eigene Bett ist jetzt immer dabei. Bin ganz flexibel mit dem Bulli. Genau. Ich werde euch auf jeden Fall noch in aller Ruhe mein SCA-Schlafdach vorstellen bei den nächsten Angeltouren. Ich bin jetzt wirklich gespannt, freue mich drauf. Es ist zwar jetzt nicht das beste Wetter draußen, der Winter steht vor der Haustür, aber da muss es durch. Ich bin gespannt. Wir sehen uns gleich am Wasser. Abfahrt. So, du bleibst schon im Auto? Okay, alles gepackt. Der Bulli ist voll. Alles, hoffe ich, habe ich dabei. Ging jetzt schnell. Richtig kalt ist es geworden. Oben liegt teilweise sogar noch Schnee am Waldrand. Heute früh hat es leicht gegraubelt. Jetzt regnet es nur noch leicht. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Das Wichtigste müssen wir jetzt noch holen. Die Köfis. So, mal gucken, was wir brauchen. Eine frische Lieferung bekommen. Alles da, was das Herz begehrt. Magdalen. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Rotaugen nehmen wir, ein paar kleinere mit. Und noch da. Was zum Füttern. Futtermix nehmen wir mit. Größere Rotaugen packen wir ein. Nochmal Makrelen. Ein Stück. Ja. So, das müsste eigentlich passen. Jetzt zurück.
Schnelles für die Fahrt, wenn der kleine Hunger kommt. So, jetzt sollte ich alles haben. Ich hoffe, ich habe an alles jetzt gedacht. Köfis sind drin, Bulli ist voll mit Angelgerät und jetzt geht's los. Ich bin gespannt, ich hoffe, es bleibt so kalt. Ich will versuchen, jetzt in den nächsten Tagen die erste dicke Wintermutti abzuholen. Einen richtig großen Hechtfang mit Köderfischen. Wir haben ein bisschen Fahrt vor uns. Ich nehme euch mit, drückt mir die Daumen, ich zeige euch, was abgeht. Abfahrt! Bis jetzt komme ich ganz gut durch. Es gibt wirklich nichts Schlimmeres, wenn man ans Wasser will und dann noch in so ein Verkehrschaos reinkommt, weil die Straßen sind voll. Der Regen hat aufgehört, es tropft zwar immer noch leicht, aber was sehr, sehr positiv ist, die Temperaturen bleiben unten. Aktuell habe ich 3,5 Grad Außentemperaturen und das ist ganz wichtig für mein Vorhaben, denn es muss kaltes Wetter sein, damit sich die dicken Hechtmuddis die Happen schmecken lassen, ja, damit sie Bock haben auf meine Köfis. Wenn es noch zu warm ist, sind die Fische noch zu sehr im Gewässer verteilt, noch unterwegs und gehen rauben. Aber wenn es richtig kalt wird, dann gehen sie auch in die tieferen Gewässerbereiche, in die ruhigen Bereiche und nehmen sehr, sehr gerne salzige oder auch süße Happen, Süßwasserfische oder Salzwasserfische auf. Und das ist der Plan. Jetzt gilt es natürlich auch erstmal einen vernünftigen Platz zu finden. Ich habe mir ein paar interessante Spots rausgesucht, die ich jetzt erstmal anfahren möchte, denn dieses Mal werde ich nicht aus dem Zelt raus angeln, sondern aus meinem Bulli. Mein Bulli ist perfekt jetzt für dieses Vanlife-Leben, Vanlife-Angeln aufgerüstet worden durch mein SCA-Dachzelt. Hier oben ist übrigens der Einstieg. Ja, das sieht man jetzt nicht viel, aber ich werde es euch dann später mal zeigen. Ich hoffe, dass wir nicht allzu sehr Dreckwetter haben, Regen und Sturm. Aber es ist jetzt der erste Einsatz mit dem Teil und ich bin wirklich gespannt, was mich da erwarten wird. So, jetzt fahren wir sogar hier in die Sonne ein bisschen rein. Wahnsinn! Das Wetter geht auf und bei den letzten Touren war es auch meistens so, wenn wir klaren Himmel hatten und kalte Temperaturen, hat es am besten geknallt und da hatten die Hechte am meisten Bock auf unsere Köfis. Aber das sehen wir spätestens dann, wenn wir am Wasser angekommen sind. Und genau dort werde ich auch wieder die Kamera anmachen, denn beim Autofahren muss man sich auf die Straße konzentrieren und nicht aufs Labern. Also bis gleich. Ich bin gut gelandet. Die Anfahrt hat doch ein bisschen länger gedauert als gedacht. Es ist richtig schön kalt, aber windstill. Das ist gut. Ich habe auch schon ein Plätzle gefunden, wo mein Bulli jetzt gut stehen kann. Ich war an zwei Spots, der hier passt. Was mir natürlich gerade ins Auge stößt, an solchen Spots, wo man mit dem Auto rankommt, ist das Problem hier. Alles voll Müll. Das ist ein bisschen traurig, ein bisschen ärgerlich. Den werde ich jetzt auch als erstes mal einsammeln. Fährt mal zum Angeln und sammelt erstmal Müll ein. Und dann muss ich ein bisschen Gas geben, denn es ist kurz nach drei. In einer guten Stunde ist es stockeduster. Ich muss noch den ganzen Bulli jetzt vorbereiten zum Angeln. Ruten raus. Naja, aber wer weiß. In der Vergangenheit kamen nachts die dicksten Muddis vorbei. Aber jetzt ist alles ein bisschen stressig. Sammeln jetzt erstmal den Müll da ein. Fini fängt schon an da hinten. Das ist eine Sauerei sowas. Das ist echt eine Sauerei. Ich weiß nicht, ob es Angler waren. Vielleicht waren es auch nur irgendwelche Leute, die hier unterwegs waren und einfach ihre Fastfood-Abfälle hier liegen lassen haben. Schlimm. So, Gas geben, aufbauen. Der
aktuelle Film wird von folgenden Angelläden präsentiert. Hier bekommt ihr alle brandneuen Produkte, ein super Preis-Leistungs-Verhältnis und eine fachmännische Beratung. So, das Boot ist im Wasser. Halbe Stunde habe ich circa noch. Schnell die Routen aufbauen und dann die Routen erstmal raus. Ich werde euch jetzt heute Abend nicht mehr alles zeigen können. Ich muss ein bisschen Gas geben, ich bin alleine. Dass die Routen noch vom Dunkel werden, werde ich es definitiv nicht mehr schaffen. Aber dass sie jetzt noch einigermaßen vernünftig ins Wasser kommen. Und morgen haben wir dann den ganzen Tag Zeit. Dann erkläre ich euch genau, was wir machen, wie wir es machen. Alter Vater, auf geht's. Aber was ich geschafft habe, ein Großteil des Mülls ist schon mal in meinem Müllsack verschwunden, den die anderen hier liegen lassen haben. Das habe ich als erstes gemacht. So, meine Montagen sind schnell vorbereitet. Auf einer Route werde ich ein komplettes kleineres Rotauge angeln. Auf der nächsten Route eine komplette kleine Makrele am Stück. Und auf der dritten Route einen Makrelenschwanz von der großen Makrele. Okay, das ist alles. Jetzt bringe ich die Ruten noch schnell ans Boot. Und dann muss ich noch mein komplettes Wohnheim aufbauen, den Bulli bereit machen für die Nacht. So, jetzt schnell die Ruten raus und dann schauen wir mal. Ach, Wahnsinn. Das einzigst Doofe an der kalten Jahreszeit ist, klar kann man jetzt große Hechte fangen, aber es wird saufrüh dunkel. Wir haben jetzt kurz nach 4, hat alles doch gut geklappt, ist relativ schnell vonstatten gegangen, aber zur Sommerzeit hätten wir jetzt noch gute 5-6 Stunden Zeit, um alles vorzubereiten. Naja, auf geht's. So, es ist vollbracht. Die drei Ruten sitzen. Nach bestem Wissen und Gewissen muss jetzt alles relativ schnell gehen. Morgen nehme ich euch auf jeden Fall mit und zeige euch ein bisschen, was ich mache. Es ist jetzt 18 Uhr und stockdunkel, ja. Tiefste Nacht, Wahnsinn. Mal schauen, ob wir gleich in der ersten Nacht eine Aktion bekommen. Ich habe die Ruten alle ganz unterschiedlich gelegt. Eine in die Hafeneinfahrt rein, eine hier vorne in den Bereich einer tiefen Rinne, wo die Boote in den Hafen reinfahren, und eine draußen an der Kante, wo die Schifffahrtsrinne ist. Ich bin gespannt. Meine Rollen fische ich komplett offen. Ich habe direkt unter der Rolle den Mr. Pike Swinger eingehangen, damit der Hecht nach der Köderaufnahme so gut wie keinen Widerstand merkt. Also nur der Swinger bewegt sich und dann kann er von der freien Rolle ziehen. Schauen wir mal, ob überhaupt was passiert. Aber ich bin guter Dinge. Es ist schön kalt, es ist eine klare Nacht, wir haben keinen Regen. Sollte doch passen. Alles gefroren, aber diese Temperaturen sind auch immens wichtig fürs Deadbaiten. Bin mal gespannt, ob da heute Nacht noch einer angeht. Morgen früh heißt es auf jeden Fall raus aus dem Bulli, Ruten neu und frisch setzen. Ganz, ganz wichtig, frische Köder drauf und dann mal gucken, an welcher Kante die Hechte langlaufen. Aber wer weiß, die Nacht ist noch jung, kann jeden Moment hier lospfeifen, so eine Wintermutti. Guten Morgen, ich grüße euch vom Dach meines Bullis. Ich habe die erste Nacht in meinem neuen Dachzelt verbracht.
gleich bei diesen Temperaturen den Einsatz gewagt. Und ich muss euch sagen, ich habe geschlafen wie ein Baby. Also ein absoluter Traum. Es ist jetzt kurz vor 6. Es ist noch stockdunkel draußen. Aber ich muss jetzt raus. Ich muss jetzt mein gemütliches Bettchen hier verlassen. Ich muss jetzt raus, die Ruten neu setzen. Frische Köder müssen raus. Damit hier noch was angeht, damit was passiert. Ja. Die ganze Nacht war es wirklich sehr, sehr ruhig. Also wir haben oft gute Aktionen im Winter jetzt bei Nacht. Aber absoluter Totentanz. Also ist nichts passiert. Ein paar Piepser. Einmal ist, glaube ich, ein kleines Blässhuhn hier durch die Schnur durchgeflattert. Aber jetzt gilt es früh raus, Ruten scharf machen. Bin gespannt, ob die Morgenstunden uns Glück bringen. Läuft ganz, ganz langsam Schnur von der Rolle. Ein ganz vorsichtiger Biss. Das ist der Makrelenschwanz. Ich glaube, ich gebe mir jetzt eine. Leider nicht gehangen, schon beim Anschlag habe ich gemerkt, dass es voll ins Leere ging. Und hier vorne am Makrelenstück seht ihr diese Risse. Ja. Also er hat ganz vorne nur rumgezogen, den Köder. Aber jetzt kommt hier Leben in die Sache. Es gibt sehr oft in der Winterzeit diese sogenannten Beißfenster. Gestern Abend waren wir ja relativ spät dran. Die Ruten spät im Wasser. Und jetzt im Morgengrauen der erste Huber. Ja. Es wird gleich hell. Jetzt heißt es Aktion bringen, frische Köder drauf, die Haken noch ein bisschen umsetzen. Jetzt kommen sie vielleicht in Fahrt. Auf geht's. Ruten neu machen, alle wieder raus. Schauen wir mal. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Auch wenn der Anhieb jetzt ins Leere ging, also wenn der Fisch nicht gehangen hat, aber das gehört dazu. Hauptsache, wir kriegen Aktion. Die Rute ist nach dem Fehlbiss jetzt wieder gesetzt. Den Makrelenschwanz braucht ihr natürlich nicht wegwerfen. Hebt den euch auf, könnt ihr immer noch zerstückeln und zum Anfüttern benutzen. Wenn irgendwann an einem Platz richtig Aktion kommt, dann kann ruhig auch ein bisschen Futter gebracht werden. Und dafür sind diese übrig gebliebenen Fischfetzen erste Wahl. Ich bin jetzt bei der zweiten Rute angelangt, schaut mal. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, permanent seine Köder zu kontrollieren. Hier waren Krebse zugange. Der ganze Fisch ist komplett zerfressen, ja. Der muss ausgetauscht werden. Das ist jetzt auch nur bisher bei den Weißfischen passiert. Ich werde jetzt hier in den Morgenstunden auch einen Makrelenschwanz mal anködern. Mal gucken, ob da die Krebsaktion ein bisschen nachlässt und die Hechte drauf stehen. Immer schön hier oben in der Schwanzwurzel den oberen Haken setzen, geht richtig fest rein und dann unter Spannung den unteren kurz vor eurem Schnitt setzen. So habt ihr das Makrelenstück perfekt angeködert. So, jetzt kommt es wieder raus. Im Morgengrauen sind die Muttis dick und hungrig.
Ich nehme euch jetzt mal mit raus beim Ablegen des Köders und zeige euch mal, welche Plätze da in Frage kommen, welche Plätze ich suche, um mit den Ködern am Grund auf Hecht zu angeln. Natürlich könnt ihr das Ganze auch vom Ufer aus machen und ganz bequem eure Montagen werfen. Da ist natürlich dann ganz wichtig, dass ihr euch gut in eurem Angelrevier auskennt, genau wisst, wo die Kanten sind, wo die Hechte langkommen. Ich habe jetzt mein kleines Boot dabei. Ich kenne mich in dem Gebiet, wo ich jetzt gerade unterwegs bin, nicht so gut aus. Es ist ja eine riesen Wasserfläche. Da ist es natürlich von Vorteil, mit dem Echolot hier über das Gebiet zu fahren. Kleines Boot passt ganz bequem in den Bulli. Und wir können uns erstmal ein Bild vom Wasser machen. Ich zeige euch jetzt mal einen heißen Bereich, wo die Route hin soll. Hier vorne in Ufernähe haben wir in dem Gewässer hier eigentlich überall die gleiche Tiefe. Es ist überall so um die 2 Meter. Und jetzt fahren wir mal ein Stück nach außen. Und dann zeige ich euch mal einen ganz, ganz interessanten Spot, wo ich die Hechte jetzt vermute. Jetzt kommen wir in den heißen Bereich. Hier fällt jetzt die Kante ab. Und in diesem Bereich hier, da versuche ich meinen Köder reinzusetzen. Das ist jetzt hier der tiefste Bereich vom Gewässer. Hier fahren auch die Schiffe durch. Und hier in diesen Aufstieg, da muss der Köder rein. Hier drücken sich die Hechte lang und finden dann die Happen in dieser Kante. Hier seht ihr jetzt auch überall Fische, ja? Futterfische. Richtige Schwärme ziehen hier durchs Wasser. Und an die aufsteigende Kante jetzt hier zum Ufer hin setze ich meine Makrele ab. Fahre jetzt langsam die Kante wieder hoch. Hier steigt sie jetzt an und hier kommen die Makrele auf Tauchfahrt. Beim Zurückfahren jetzt fixiere ich die Schnur mit meinen Fingern, dass nicht zu viel Schnur von der Rolle springt und ich keinen großen Schnurbogen erzeuge. Die Rutenspitze halte ich dabei unter Wasser und fahre auf direktem Wege zu meinem Angelplatz zurück. Der Köder liegt perfekt in der Kante. Hier am Ufer gehe ich jetzt auf leichte Spannung zum Köder hin. Nehme dann meinen Mr. Pike Pendelbissanzeiger, hänge direkt unter der Rolle ein, öffne die Rolle, lasse ihn vorsichtig nach unten fallen, dass er ungefähr so in der waagerechten, genau unter der offenen Rolle hängt. Wenn jetzt ein Biss kommt, zieht der Hecht an, ihr kriegt das erste Tonsignal, kriegt das erste Tonsignal beim Ansteigen des Pendelbissanzeigers. Wenn er richtig anzieht, klingt der aus und der Fisch kann frei Schnur von eurer Rolle nehmen, ja, ohne irgendwas zu merken. Je weiter ihr draußen angelt und je mehr Strömung oder Wellendruck ihr auf eure Montage habt, dann könnt ihr natürlich auch mit einer offenen, sehr, sehr weich eingestellten Bremse angeln. Auf die Entfernung dann, wenn ihr weit draußen eure Köder liegen habt, merkt der Hecht dann auch nichts mehr. Ja? Aber jetzt bei dem ruhigen Wetter, was gerade noch ist, heute Mittag soll noch ein bisschen Sturm kommen, angle ich sehr gerne offene Rolle, Pendelbissanzeige genau drunter hängend. Und dann kriegt ihr sofort mit, wenn irgendwo eine Bewegung am Köder kommt, also ein Raubfisch euren Köder anfängt hin und her zu tragen und zu fressen. Der nächste Biss nimmt gut Schnur, der Fisch.
steht gut drin. Genommen. Der hatte Hunger. Der wollte es haben. Messen wir mal schnell drüber. Ich schätze, dass er so knappe 90 haben müsste, also schon mal ein guter Start. Ja, die 90 hat er. Da habe ich doch ganz gut geschätzt, auf den Punkt getroffen. Toller Fisch, der Anfang ist gemacht. Wahnsinn. Auf dem Makrelenschwanz, jetzt am frühen Morgen, im Hellwerden. Toller Fisch. Ich bin happy. Geil. So kann es weitergehen. Geil. Wahnsinn. Mega fit der Junge. Und ich würde sagen, der Anfang ist gemacht. Weiter geht's. Die Rute muss wieder raus. Der Köfi muss zurück an seinen Platz, denn die Muddis haben Hunger. Das hat doch jetzt super geklappt. Nach dem Fehlbiss, die nächste Aktion wurde super verwertet. Der Fisch hat perfekt gehangen. Und so ist es eigentlich auch jetzt im Winter bei der kalten Zeit. Wenn die Hechte am Grund jetzt einen Happen finden und Hunger haben, nehmen sie den. Ich werde jetzt wieder neu beködern, die Rute raus an den Spot bringen und nutze jetzt mal schnell die Zeit, euch mein System zu erklären. Ich habe im vorderen Bereich den Mr. Pike Ledger Boom montiert. Direkt darunter wird ein Grundblei eingehangen. Das könnt ihr frei wählen, gemäß eurer Strömung am Gewässer, eurer Angelentfernung oder eurer Wurfdistanz. Dann folgt eine starke Gummipelle, gegen die der Ledger Boom dagegen läuft. Unser Mr. Pike Wirbel. Hier kann ich ganz bequem meine Vorfächer einfach schnell wechseln, indem ich sie auf diese Spirale am Wirbel aufdrehe. Und dann mein Vorfach, bestehend aus zwei Drillingen. Ich mache hier in der Regel kein großes Hexenwerk. Ich nutze sehr gerne die Mr. Pike Fertigvorfächer, die haben eine Länge von 60 cm, gibt es mit unterschiedlich großen Haken, je nachdem, was ihr für Köder einsetzen möchtet. Das Stahlvorfach ist gecoatet und trägt 14 Kilo, also da brennt euch definitiv nichts an und ihr seid immer schnell und flexibel. So, jetzt werden wir einen neuen Happen draufsetzen.
zeige euch noch mal schnell im Detail, wie jetzt die Fische angeködert werden. Ich habe alles Mögliche dabei, Weißfische, aber auch Salzwasserfische, Makrelen. Jetzt werde ich mal eine komplette Makrele draufsetzen, hier von den kleineren. Müsst ihr auf jeden Fall immer an eurem Gewässer ein bisschen testen, ja. Es gibt Gewässer, da funktionieren die Salzwasserfische nicht. Da müsst ihr eher auf den Süßwasserköder zurückgreifen, wie zum Beispiel hier so schöne Rotaugenhappen. Aber hier, wo ich unterwegs bin, habe ich schon sehr gute Erfahrungen mit den Makrelen machen können. Die haben einen unheimlich starken Geruch, ölen richtig aus unter Wasser und ziehen die großen Hechte magisch an. Ich setze den hinteren Drilling oben in die Schwanzwurzel ein, richtig fest durchstechen. Und den unteren Drilling hier Richtung Kopf. Und so eine kleine Makrele kann man ruhig auch mal am Stück präsentieren. Ist doch ein schöner Happen. Jetzt hier in der kalten Jahreszeit, den lässt sich, glaube ich, kein Hecht entgehen. Der ist auf jeden Fall sehr auffällig unter Wasser. So, fahren wir sie wieder raus. Die Rute sitzt wieder und der Regen kommt. Regen und Wind, aber das ist Hechtwetter, vielleicht Beißwetter. Das ist schön reingerannt. Lass uns ein bisschen nehmen, er nimmt aber Schnur. Am letzten Morgen jetzt. Wahnsinn. Steht schön draußen drin. Ja, frisch abgelegt. Früh raus, wie ich es euch gesagt habe. Nicht einfach liegen lassen wie beim Karpfenangeln. Immer wieder frische Köder bringen. Und dann läuft das. Ich muss jetzt natürlich den Fisch die Kante hochbekommen. Aber jetzt kommt er langsam rein. Angelt auf jeden Fall nicht zu fein. Ich nutze eine 40er Mono als Hauptschnur. Und meine Mr. Pike Rute hat 3¼, also 3,25 Lips, 225 Gramm Wurfgewicht. Damit könnt ihr auch problemlos vom Ufer große Köder werfen. Und kriegt auch den Anschlag gut durch, wenn ihr jetzt mal ein bisschen weiter draußen angelt. Geht er hier rüber zur anderen Route. Wenn ich die vielleicht gleich noch Schnurbel runterbringen muss. Ah, steht gut drin. Mal gucken, ob das jetzt unser erster Meter wird. Der andere Fisch ist ja knapp dran vorbeigeschossen. Aber darum geht es überhaupt nicht. Und natürlich habe ich das Ziel, einen dicken abzuholen. Thank you.
macht gut Druck. Ich glaube, das wird der Meter. Ich glaube, das könnte er werden. Ich bin hier vorne im Uferbereich. Also Jungs, ich glaube, das ist der Meter. Geil, Wahnsinn. Schaut mal hier rein. Toller Fisch. Toller Fisch. Ihr könnt das schon sehen. Alles vorbereitet. Einmal mit Wasser habe ich da, dass ich ihn gleich wässern kann. Nehmt euch Handschuhe, dann macht ihr euch nicht so die Finger kaputt. Und wenn das mal richtig losgeht jetzt im Winter und die Jungs richtig Bock haben, wird es nicht nur bei einem Biss am Tag bleiben. So, jetzt schauen wir mal, wie die Haken hängen. Komplett weggezogen. Schaut mal rein. Wahnsinn. So, den holen wir jetzt erstmal raus, vorsichtig. So. Lange Zange dabei haben, damit er die Drillinge problemlos rausbekommt. So, jetzt gleich die Montage weg vom Fisch. Weil wenn er jetzt schlägt, ballert er euch die Drillinge überall rein. Schauen wir mal, was das Maßband erzählt. Vorne anlegen, gerade gemessen. Ich würde sagen 1,5 Meter. Schön Wasser über den Fisch. Das ist wichtig. Da kommt sie, die Nummer 2. Mit dem zweiten Fisch direkt abgemädert. Geil. Wahnsinn. Wahnsinn. Das sind Krokos hier, die Winterhechte. Na, hätten wahrscheinlich viele Angler nicht gedacht, dass man einen Hecht mit einem Bodenköder, mit einem Fischfetzen wirklich so gut fangen kann. Die meisten denken immer auch, ich brauche auf jeden Fall einen lebenden Köderfisch oder einen Gummifisch oder einen Wobbler oder einen Schwimmer. Aber am Grund geht's rund. So, und der darf jetzt wieder zurück. Wahnsinnsfische. Schau, geil. Dritte Aktion, ein Fehlbiss, ein 90er und die Metermarke ist gefallen. Fett. Es ist Mittagszeit, Fini sitzt schon in den Stadtlöchern. Bulli ist voll, Schlafdach ist eingepackt, abfahrbereit. Die Routen lasse ich natürlich immer bis zum letzten Moment im Wasser. Kann ja jederzeit hier noch eine ablaufen, aber jetzt geht's weiter. Es hat mega Spaß gemacht. Es war noch nicht so das kalte Wetter oder die kalte Wetterlage, wie ich es mir erhofft habe. Der Frost fehlt. In der ersten Angelnacht hatten wir ja schon leichte Anzeichen von Frost. Da bin ich wahrscheinlich zu spät am Platz gewesen. Wäre ich früher da gewesen, hätte wahrscheinlich da was gerappelt. Also die Beißzeit war jetzt immer in den Morgenstunden. Aber ich bin auf jeden Fall mega happy, jetzt an einem für mich unbekannten Revier hier in dieser Phase zwei gute Hechte gefangen zu haben. Metermarke war dabei, das ist natürlich nicht immer der Fall, aber das Glück mit den Tüchtigen. Wäre ich heute früh nicht zu früh aufgestanden und hätte gleich Aktion gemacht, wäre wahrscheinlich nicht gekommen. Das hat auf jeden Fall alles wieder wie die Faust aufs Auge gepasst. Ich ziehe jetzt weiter, ich will mir noch ein bisschen was Neues angucken. Ich genieße jetzt dieses Vanlife-Leben oder diese Unabhängigkeit mit meinem Bus. Kann überall drin pennen, auch dort in den Revieren, wo Nachtangeln hier nicht erlaubt ist. Dann hole ich einfach die Ruten rein abends, lege mich in den Bulli, penne und fahre dann weiter. Ich bin gespannt, was noch kommt. Wer weiß, vielleicht kommt noch ein richtiges Kroko. Die 1,30 Meter Marke will ich ja nun endlich auch mal hier knacken.
Es bleibt spannend. Der Winter steht ja erst in den Startlöchern. Es muss noch richtig frostig werden. Dann kriegen die Hechte noch mehr Hunger. Und dann sehen wir uns wieder. Bis zum nächsten Video. Alles Gute für euch, euer Stefan. Ciao, ciao.